Weil ihr wisst ganz genau, dass der Islam euch unterdrückt. Genau, ne? Jage, ihr Heuchler. Jocke. Ja, ne? So sieht's aus. Und die Wahrheit tut weh. Ich weiß, die Wahrheit tut weh. Und deswegen, was könnt ihr? Und zwar nur beleidigen. Und das sieht man halt, was die Religion aus euch macht. Ne? Die Religionen nehmen eure Menschlichkeit. Die Religionen nehmen eure Menschlichkeit. Aber ich verstehe wirklich nicht so. Jetzt mal so ganz, ganz, jetzt im Ernst so. Wieso, was denkt ihr, was geht so in euch vor, wenn ihr beleidigen tut? Jetzt mal wirklich ganz ernst gefragt. Ich möchte wirklich das nur verstehen. Was denkt ihr, wenn ihr beleidigen tut? Hä? Keine Ahnung. Ich möchte es nur verstehen. Ich möchte eure Gedanken verstehen. Was denkt ihr, wenn ihr beleidigend tut? Verstehe ich nicht. Denkt ihr, wenn ihr beleidigend tut, dass ich da meinen Stream ausmache? Oder was geht so in euch vor? Ja, guck mal, ihr nennt euch Muslime und Christen und seid am Beleidigen. Habt ihr euch da nicht Gedanken gemacht, ob euer Gott mit euch zufrieden ist? Ach nein, warte mal, das geht ja gar nicht. Ach ich, wie könnte ich das jetzt noch fragen? Das stimmt ja. Ihr könnt ja nicht so weit denken, denn ihr seid alle Heuchler, Alter. Krass. Deswegen könnt ihr ja nicht so denken, ne? Weil Heuchler denken nur an seine Nöfs, an seine Gelüste. Ja, ne? Genau. Aber da sieht man mal halt, wie auch depressiv ihr seid, wie depressiv ihr seid, wie traurig ihr seid, wie elend ihr seid. Das ist halt dann so, ja. Und ich lache mit euch. Und ich lache mit euch. Sehr gerne lache ich mit euch. Einen komischen Allah. Geht's doch? Guck mal, statt hier, Markulas, hallo. Kleiner Moment, Hallo. Markulas. Mach nur diesen Satz fertig, muss jetzt sein, dann kannst du reden. Guck mal, statt hier die ganze Zeit. Diese Muslimas, ja, Muslimas, ja, geht's mal erstmal bedecken, ja, da betet sie mal fünfmal am Tag euren komischen Allah an, okay, und da können wir weiterreden. Das ist doch ein netter Vorschlag von mir, oder? Guck mal, ich als Atheistin, Agnostikerin, ich muss die Muslime zum Gebet rufen. Was ist das? Okay, Markus, bitteschön. Ja, liebe Lara, hallo erstes Mal. Hi. Und ich habe riesen Respekt von dir, auch wenn du sagst, du bist Atheistin. Ich bin Christ, trotzdem, weil ich Christ bin, ich muss dich lieben, weil Jesus hat uns gelernt, nur mit Liebe. Und diese Leute, was hier schimpfen, diese Heuchler. dämonische Kräfte, diese, wo sind Analphabeten und sie sagen, haben Respekt vor einer Frau und du machst gar nichts Schlimmes. Du erzählst nur und du sagst nur Wahrheit, was da steht. Und diese Leute schimpfen, die sind Ja. für mich halt. Also ich habe Ja. kein Wort. Kein Ja, Wort. das ist so. Guck mal, weil, schau mal, wenn du jetzt logisch denkst, weil ich bin ein Mensch, ich denke logisch. Guck mal, wenn die wirklich religiös wären, wenn die wirklich Allah lieben würden, wenn sie wirklich Menschen wären, die wo fünfmal am Tag gebetet hätten und den Koran wirklich verstanden hätten, erstens, sie hätten nicht mal beleidigt. Genau, Weißt du? ja. Und da sieht man mal, aber da sieht man mal, in Wirklichkeit, die glauben selber nicht. In Wirklichkeit sind sie selber die Heuchler. Weißt du? Das sind Menschen mit kranken Herzen. Und was machen sie dann? Die sind frustriert, die haben Depressionen, weil ihr Allah sie unterdrücken tut. Sie können nicht frei leben, bekommen Depressionen.
und dann beleidigen sie uns Atheisten, weil die sehen uns als eine Gefahr. Verstehst du? Weil wir haben keine heiligen Bücher und wir haben auch keinen Gott. Und die können uns nicht angreifen. Und deswegen zappeln sie. Weißt du, was ich meine? Weil nicht Ja. nur in meinem Stream, nicht nur in meinem Stream, auch in anderen atheistischen Streams, weißt du? Das ist immer dasselbe mit den Muslimen. Immer dasselbe. Die ganze Zeit nur am Meckern, 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 beleidigen, beleidigen, etc. pp. Ja? Ja, Genau. es ist halt leider so normal bei denen, weil nicht anders können diese Leute. Und sag mal, jetzt ihr als Christ jetzt, wenn eine Atheistin oder Atheist, dann ihr respektiert ihn, so wie der ist. Also der tut keine Gewalt, der hat andere Meinungen als sie und der respektiert. Also das ist alles okay. Ihr habt mit ihm nicht was so Streit oder dass sie ihn beleidigt oder so, überhaupt nicht. Und in Wissenschaft, es ist bewiesen worden, dass die Atheisten und Christen wirklich zusammenarbeiten. Weil das ist normal. Weil die bringen Wissen, die Atheisten und die Christen. Und dann kommt dieses, was hier ist, bei den Menschen halt mit alles. Aber wenn ihr die anderen Religionen zum Beispiel mit Gewalt, jetzt nenne ich keine Namen von Religion, du weißt, was ich meine, dann Ja, das ist kannst für du mich ruhig keine sagen, das ist Religion. der Islam. Eieiei, ich habe jetzt gar nicht. Guck mal, am Anfang, sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Am Anfang, ich war anders tatsächlich. Ich habe ein bisschen mehr gehabt, ein bisschen Respekt gegenüber den Muslimen gehabt, weißt du? Aber ich habe dann gesehen, wenn die uns Atheisten nicht mal respektieren, guck mal, weißt du, wieso ich so ein bisschen härter geworden bin? Das ist deswegen tatsächlich, weil ich war in muslimischen Streams und ey, Alter, wie krank. Manche Leute, Schreihälse, hier sind gewisse Typen, die wo meinen, auch die Bibel zu widerlegen. Naja, denken so halt so. Und da gibt es hier so bestimmte Gruppen, bestimmte Menschen. Da nennen die einfach, wir Atheisten haben keine Moral, sagen sie. Und dann hab ich mir gedacht, so, hä? Wenn sie in ihrem Stream sowas reden, sprich ihre Meinungen verbreiten und dann noch schlecht gegenüber uns Atheisten reden, ja, bezüglich Moral und Ehre und hast du nicht gesehen, weißt du was, ich nehme jetzt auch kein Blatt vom Mund und ich sage jetzt auch meine Wahrheit, ja. Ich sage das, was ich denke und fertig. Deswegen, nö, nö. Und ich lasse hier auch, um ehrlich zu sein, ich rede jetzt nicht so viel jetzt, na, mit irgendwelchen Kindern, ganz ehrlich, weil das ist nur Zeitverschwendung. Ich sage hier meine Meinung und fertig. Genau. Ja, aber ich finde echt krass, guck mal, das sind 80 Leute, die kommen bei dir und haben vielleicht habe ich gelesen, zwei, drei Kommentare, dass zu dir was Gutes schreiben und das Rest ist alles mit so negative Gedanken, mit Gewalt und Schimpfen und alles. Übrigens, du hast vorher gut gesagt, dass die Muslime, wo hier in Europa leben, genießen diese Freiheit. Das ist kein Islam in Europa. Und der richtige Islam ist in islamistischen Welt, also Arabien, Pakistan, Iran und Afghanistan, wie man sieht. Dann habe ich immer gesagt, wenn es so schön ist und so gut, dann geht ihr dorthin. Wo ist das Problem? Verstehe nicht. Ich als Christ oder auch Atheisten, die sagen, okay, wir wollen hier leben, dann ist alles gut. Ist doch kein Problem. Ja. Und Guck mal, wenn die die sagen, wissen das selber, schau mal, die wissen das selber, dass in islamischen Ländern, muslimischen Ländern, in Ländern, wo eher der Islam praktiziert hat, auch wenn das nicht 100% ist, da wirst du unterdrückt, auch die Frauen werden unterdrückt, verstehst du? Du kannst da nicht frei leben und deswegen, die sind halt diese Heuchler, die ganze Zeit meckern sie über christliche Länder, über westliche Länder, pipapo, tralala, und siehst du, wie die hier leben? Ich meine, hä, hä? Wieso macht ihr sowas? Sagt doch gleich, ich will kein Muslim werden. Werdet Atheist, werdet Christ, werdet sonst was. Aber nennt euch doch nicht Muslime einfach. Hä? Ich verstehe diese Doppelmoral nicht. ja, weil du hast vorher auch gut gesagt, das ist so Selbstlüge. Sie sagen, wir sind Muslime, aber praktizieren diese Islam nicht in Europa. Weil der richtige Islam ist, wie gesagt, in Pakistan und in Iran und Saudi-Arabien und in der islamistischen Welt. Und kommen die hierher mit ihren Autos und mit ihren so Klamotten, Schickimicki und mit Frisuren und Diskotheken und alles hin und her, das hat doch mit Islam gar nichts zu tun. Dann sollen sie das, was sie machen, in islamistischer Welt, geht doch gar nicht.
Und dann, wenn du Ja, zu den. Markulas eifersüchtig. Wieso sollte Markulas auf euch eifersüchtig sein? Wieso denn? Im Christentum, der hat ja seine Freiheit. Wieso soll er bei, für was? Für was soll jetzt Markulas eifersüchtig sein? Ganz, ganz ehrlich. Sag mir doch einen vernünftigen Grund, weswegen Markulas jetzt eifersüchtig sein. Auf einen erfundenen Allah, der wo unsichtbar ist, irgendwo in den Himmel, der wo chillt da mit seiner Shisha-Bar oder so. Ich weiß ja nicht so, was er da so die ganze Zeit macht, aber hä, auf was? Auf was, bitteschön? Gib mir nur Ja. einen Grund, weswegen jetzt er eifersüchtig sein soll. Nur einen einzigen Grund, Salim. Ja, hast ganz gut Lara gesagt. Warum sollte? Also, Jesus hat Achso, mich an. warte mal, du bist eifersüchtig auf 72 Jungfrauen, Salim. Ja, Schätze ich. das ist, was ihr träumt, und im Christentum gibt es keinen, im Christentum gibt es. Jesus sagt zu mir, ich soll eine Frau finden und diese Frau lieben. Und das ist Ja. das Unterschied zwischen mir Und und das euch. Und reicht ihr. auch. Eine Frau reicht Genau. völlig aus. Da brauchst du nicht, was weiß ich, von Huri Lenz und diese ganzen Sachen da. Ja. Diese Fantasiefrauen, das nicht mal existieren, aber ist ja auch in Ordnung, ne? Eieiei, Allah soll euch inshallah helfen. Ja, guck mal, wenn Allah wirklich existiert, dann soll uns er Allah auch helfen. Ne? Aber das Problem ist halt, Allah existiert nicht. Ne? Das ist halt das Blöde dran. Ne? Ja. Ja, Lara ist jetzt ein Mann geworden. Echt? Echt? Ne? Sagst du zu mir ein Mann? Ey, klar, ich finde das aber ein Kompliment, wenn jemand zu mir sagt, ich bin ein Mann. Irgendwie finde ich das Kompliment ein Kompliment. Ja, also wenn du denkst, ich bin ein Mann, Dankeschön. Finde ich schön. Tatsächlich. Ja, aber wie gesagt, echt schade für diese Leute. Und also normalerweise eine Frau ist eine Königin, ist eine Prinzessin, sollte mal diese Frau respektieren und lieben und respektvoll. Und dass die halt, es tut mir wirklich weh, wenn ich sehe zum Beispiel bei dir öfter so in Live, dass die schimpfen, egal auch wenn die Christen wären. Ich habe bis jetzt, ich will jetzt nicht Das sind auch das genug machen. Christen, glaub mir. Das sind genug Also Christen auch. okay, Beleidigung. dann, wenn diese als Christen nennen, dann sind für mich wirklich keine Christen, wenn sie oft die Ja, schlimme doch. Wörter sagen. Aber wenn ihr jetzt Guck mal, heute. bei mir, schau mal, Markulas, bei mir ist es so, mich stören diese Beleidigungen nicht, weißt du? Aber nur, ich will diese Menschen nur verstehen, wieso, warum, wieso. Also ich möchte diese Gedanken verstehen, weil mich interessiert es nicht, ob die beleidigen. Weil guck mal, umso mehr die beleidigen, das zeigt für mich persönlich, dass ich auf dem rechten, richtigen Weg bin. Das ist einfach Fakt, Ja, weißt du? Weil das stimmt. die Leute beleidigen nur, wenn sie keine Argumente haben, wenn sie sehen, dass jemand die Wahrheit sagt, wenn jemand sie aufdeckt, weißt du, was ich meine? Weil in Wirklichkeit, sie wissen, dass sie Heuchler sind und einer sagt dann, du bist ein Heuchler und das kommt dann noch mit dem Islam und sie wissen in Wirklichkeit, was der Islam bedeutet. So, weißt du, was ich meine? Außer diesen Juhal, diesen Jahil, die haben keine Ahnung, das ist eine andere Geschichte. Also ansonsten. Ich verstehe nicht. Hä? Und die kommen alle freiwillig noch in meinen Stream. Ich sag nicht mal, kommt's in meinen Stream. Ja, also ich sag mal so jetzt, viele, viele jetzt, die wo hier kommen, dann die Frauen von denen sind zu Hause gesperrt, und dann wollen so eine westliche Frau hören, ihre Stimme schön und genießen halt. Es ist so. Ja. Ja, ich weiß schon. Ja, und Ja, die aber guck Freunde, mal, da die. kann ich ja auch nichts dafür, wenn sie jetzt wegen mir eine Sünde machen und viele, viele muslimische Männer, ob die jetzt verheiratet sind, naja, das ist eine andere Sache. Was sagen die immer? Die sagen immer gerne, es gibt Frauenmangel, sagen sie. Aber in Wirklichkeit, die muslimische Schwestern im Dien wollen sie nicht mal heiraten, weil sie haben nichts zu bieten. Das heißt, sie geben kein Geld und so. Und diese muslimische Frauen, die sind halt so geldgierig, ja. So, und das ist halt auch so eine Sache. Die finden halt keine Frau und da sind sie halt deprimierend und frustriert und denken hier irgendwelche andere Frauen hier dumm anzumachen von der Seite, ne? Aber mich stört das absolut gar nicht, dann ist es halt so. Wie gesagt, mich zeigt es lediglich darum, dass ich auf die Wahrheit bin und ich mache auch alles richtig. Genau. Also, ich habe auch viele zum Beispiel auch gehört, dass die sagen, ja, sagen wir mal so über das Christentum, Orthodoxen und
Protestanten und Christen. Jesus hat niemals gesagt, das gibt Protestanten und Orthodoxen und so. Und Jesus hat nur ein Wort gesagt, was du vorher auch gesagt hast. Ich bin die Wahrheit. Also, und viele wollen diese Wahrheit nicht erkennen. Und dann sind diese Leute jetzt, ich würde nicht Namen nennen, wer diese Leute sind, aber die wollen mit Wahrheit nichts zu tun. Und wenn jetzt du auch als Atheistin sprichst Wahrheit, also entspricht, dass du Wahrheit erkennst, aber die anderen wollen diese Wahrheit nicht erkennen. Und dann gehen die auf die andere Seite. Und wenn wir jetzt auf die Bibel, also ich jetzt als Markus, weil ich an Jesus glaube, dann sagt, diese Leute, wo schimpfen und diese Leute, wo jetzt gegen Wahrheit sind, also mit Gewalt, dann ist ein Satanswerk. Und dieses Satanswerk sind diese Gewalt und diese Unmoral und diese mit Töten und mit dieses Ganze. Aber diese Leute, wo, sag mal, als Atheist, als Atheisten, dann sind so quasi als neutral. Und Jesus hat zu denen nie, nie, nie beurteilt oder verurteilt. Nie. Hatte nie. Und er macht heute auch nicht, weil diese Menschen sind frei. Und sie tun kein Gewalt und sagen sie, okay, wir wollen so leben und glauben an dir nicht. Und Jesus zwingt nicht. Sag nicht, du kommst, sonst ich töte dich oder du musst das machen. Nein. Der sagt nur, ich bin die Wahrheit. Kommt zu mir. Also mit Liebe. Und viele gehen, zum Beispiel als ich. Ich war auch eine, war auch lange Zeit, weil ich zu dir gesagt habe, ja, ich war Atheist. Nee, habe ich zu dir geschrieben, ich bin Atheist. Also quasi, ich war so Atheist, weil ich gab es leider bei mir circa, ja, sage ich mal so 5 bis 7 Jahre, dass ich wirklich nicht an Gott geglaubt habe. Und war so eine Zeit. Aber dann, ja, dann habe ich den Weg gefunden, wirklich zu dem Herrn. Und dann bin ich auch froh und habe ein anderes Leben jetzt, weil. Eieiei, warum, wie, was? Oh, sorry, oh, ist der jetzt weg? Mal sowas. Wieso bist du jetzt weg? Hi. Ja, Leute, das ist halt dann so, ne? Man kann halt die Wahrheit nicht ertragen. Ja, ich weiß nicht, wo der ist. Der ist auf einmal weg irgendwie. Wo ist er denn hin? Irgendwie Internetproblem, Markus, ich weiß ja nicht. Ja, ne? Also ist das. Ja, so ist das, Leute, ne? Zu viel Gott ist wirklich nicht gut. Die Vernunft bringt euch zu der Wahrheit. Und wenn ihr eure Vernunft einschaltet, dann seht ihr, dass es keinen Gott gibt. Ja, Leute, so sieht's aus und wir sehen uns später und ich werde mich immer wieder melden. Jacke.